Wir sind heute in Paris. Nicht zufällig, denn 2022 findet wieder der Pariser Autosalon statt. Da ist natürlich sehr spannend, welche Neuheiten gibt es zu sehen und welche Hersteller sind überhaupt hierher gekommen. Außerdem möchte ich die Chance nutzen, um die Stadt Paris auf ihre Zukunftsfähigkeit der Mobilität zu checken. Welche zukunftsweisenden Konzepte und Mobilitätsformen können wir hier schon jetzt bestaunen? Die Stadt der Liebe ist beliebt. Allein 2019 besuchen 19 Millionen Touristen die französische Hauptstadt. Sie liegt auf Platz 6 der beliebtesten Städte weltweit. Die Schattenseite? Platz ist Mangelware. Die Metropolregion mit 11 Millionen Einwohnern platzt aus allen Nähten. Unterschiedliche Verkehrsmittel konkurrieren um die Verkehrswege. Die Politik muss dringend handeln und arbeitet an einer Verkehrswende, um die Stadt zukunftsfähig zu machen. Was heißt eigentlich zukunftsfähig? Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die möchte die Stadt so fahrradfreundlich machen wie Amsterdam. Dafür wurden die Fahrradwege massiv ausgebaut und in der gesamten Stadt herrscht Tempolimit 30. Um die Metropole attraktiv zu gestalten, werden Teile der Innenstadt für Autos gesperrt. Das Auto muss weichen, extra Fahrradspuren werden eingerichtet. Unzählige Bike-Sharing-Stationen sollen die Menschen zum Aufstieg auf das umweltfreundliche Zweirad oder den E-Scooter bewegen, die teilweise wild in der Gegend herumliegen. Ein weiterer Trend unserer Zeit: Neue autonome Mobilitätsformen sollen helfen, Verkehrswege zu entlasten. Dieser elektrische, fahrerlose Minibus wurde im Stadtteil La Défense ab 2017 erprobt. Mangels Erfolg wurde das Projekt nach 6 Monaten eingestellt. Die Fahrzeuge waren mit durchschnittlich 7 km/h Reisegeschwindigkeit rollende Verkehrshindernisse. Die Menschen sind, statt die Vehikel zu nehmen, lieber zu Fuß gegangen. Der Chip-Gigant Intel startet 2021 einen weiteren Versuch. In einem Pilotprojekt fahren Robotaxis von Mobileye, aber nur ausgewählte Firmenkunden. Das komplexe Verkehrsnetz der Franzosen gilt als ideales Erprobungsgebiet, um die Technologie zur Marktreife zu bringen. Frankreich hat dafür 2020 Tests autonomer Fahrzeuge landesweit erlaubt. Bis die in Serie gehen, fahren die Hersteller auf der Automesse in Paris weiter ihre Neuheiten zum Selbstfahren auf. Der aktuelle Trend weist klar weiterhin in Richtung E-Mobilität. Mancher präsentiert sich an einem eher ungewöhnlicheren Ort und stellt so das klassische Messekonzept in Frage. Manche Hersteller haben sich hier in Paris dafür entschieden, der Messe fernzubleiben und für ihre Neuheiten ein Museum gemietet. Mercedes präsentiert seine Neuheiten hier im Musée Rodin. Ich bin gespannt, was es Neues gibt. Der französische Bildhauer Auguste Rodin schuf die weltweit bekanntesten Stücke Der Kuss und Der Denker. Er gilt als Wegbereiter der Moderne. Ist dieses SUV für Mercedes einer der Wegbereiter einer erfolgreichen Luxuszukunft? Hier im Musée Rodin in Paris dürfen wir uns jetzt den Mercedes AMG EQE als SUV anschauen. Und die technischen Daten, die sind genauso beeindruckend wie auch die der Limousine des EQE AMG. Wir haben 1000 Newtonmeter Drehmoment, 505 kW, also 687 PS. Aber von den Abmessungen ist dieses Fahrzeug etwas kürzer mit 4,87 Meter. Der Radstand sind 3,03 Meter, der ist also auch 9 cm kürzer als bei der Limousine. Und es gibt noch ein paar Details, die ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Dieses Modell ist auch das erste vollelektrische Performance-SUV der Marke AMG. Und früher gab es hier öfter mal auf den Mercedes-Modellen einen zweiten Stern. Hier haben wir jetzt dieses wunderschöne AMG-Wappen auf der Haube. Finde ich sehr cool. Serienmäßig haben wir bei diesem Fahrzeug auch eine Hinterachslenkung. Die hat einen Lenkwinkel von maximal 9 Grad, nicht 10 wie beim EQS. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass hier 21 und optional 22 Zoll Räder drauf sind. Und da ist der Lenkwinkel im Rathaus einfach irgendwann begrenzt. Außerdem gibt es hier auch noch lackierte Radläufe im Gegensatz zum Nicht-AMG-Modell. Und diese Farbe hier heißt Alpin Grau. Ganz besonders spannend wird es jetzt natürlich hier bei diesem SUV am Kofferraum. Im Gegensatz zum EQE als Limousine haben wir hier 90 Liter mehr, 520 sind es. Und wenn wir die Rücksitzlehne senkrechter stellen, dann haben wir sogar 580 Liter. Und wenn wir sie ganz umklappen, dann haben wir bis zu 1675 Liter Ladevolumen. Für so ein Multifunktionstool auf Rädern natürlich ganz besonders wichtig, ein hoher Nutzwert.
Preise für das SUV werden im Dezember 2022 veröffentlicht. Der Serien EQE und der 43er AMG kommen im ersten Quartal 2023 auf den Markt. In Q2 folgt dann der 53er AMG, alle mit technischen Neuheiten. Wir haben zwei neue Besonderheiten. Eine ist tatsächlich im Triebstrang selbst vorgesehen. Das ist eine Disconnect Unit auf der Vorderachse. Das heißt, dort wird die Achse dann entkoppelt, wenn man sie nicht benötigt. Das heißt, man fährt praktisch Two-Wheel-Drive, ja, sozusagen. Und nur wenn man auf die Anforderungen auf der Vorderachse braucht, dann wird auch die Vorderachse dazugeschaltet. Das heißt, das macht das ganze Thema noch mal effizienter. Und dann im Gesamtsystem Thermoklima, Kühlung ist eine Wärmepumpe jetzt im Einsatz. Da kommt eine Wärmepumpe zum Einsatz in dem Fahrzeug. Und beide Technologien werden ausgerollt in die komplette EQE, EQS-Familie dann im Nachgang. Im Gegensatz zur klassischen elektrischen Heizung braucht eine Wärmepumpe weniger Energie zum Heizen oder Kühlen des Innenraums, was sich positiv auf die Reichweite auswirkt. Ohne laute Motoren in E-Autos gewinnt ein anderes Sounderlebnis für die Insassen an Bedeutung. Eine Kooperation von Apple, Universal Music und Dolby ermöglicht Passagieren, mithilfe von 39 Lautsprechern High-End Surround Sound auf Kinoniveau. Lass mal hören. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Tell me something, girl. Are you happy? Das ist wirklich der pure Wahnsinn. Das hört sich so an, als ob Lady Gaga und Bradley Cooper wirklich genau vor einem sitzen auf der Bühne. Ich krieg Gänsehaut und mir treibt es die Tränen ins Gesicht. Vom Museum im Zentrum geht's zum 5 Kilometer entfernten Messegelände durch den dichten Verkehr. Was ist von der einst stolzen Mondial del Auto nach der vierjährigen Corona-Zwangspause übrig geblieben? Jetzt wird's spannend. Welche Hersteller sind überhaupt auf die Messe hier nach Paris gekommen? Nur zwei Messehallen von insgesamt sieben sind 2022 besetzt. Renault und Stellantis sind die bekanntesten Aussteller. Dazwischen chinesische Marken, die mit neuen Ideen auf den europäischen Markt streben. Vereinzelt sind Wasserstoffantriebe dabei. Die zum chinesischen Great Wall-Konzern gehörende Marke Aura möchte den europäischen Markt erobern. Ab 2023 soll Funky Cat auf Kundenfang gehen. Aura steht für Open, Reliable und an Alternative. Und dementsprechend werden auch unsere Kunden ein bisschen anders sein und anders denken. Aura ist nicht nur eine weitere Automobilmarke auf dem deutschen Markt, sondern Aura möchte anders sein. Aura möchte ein Begleiter sein, ein Freund für den Kunden. Wir werden interessant sein für alle Menschen, die zunächst mal interessiert sind an Elektromobilität, die aber auch interessiert sind an einem Produkt, das anders ist, neu ist, aber auch innovative Features vereint mit allerhöchster Sicherheitsausstattung und hoher Qualität. Neben der sportlichen GT-Version gibt es den mit seinen freundlichen Kulleraugen an einen Mini erinnernden Kleinwagen auch in der günstigeren Ausstattung 300 Pro. Der 4,23 Meter kurze Wagen soll 310 Kilometer Reichweite bieten und kommt 2023 zu Preisen um die 35.000 Euro nach Abzug der E-Auto-Förderung auf den Markt. Sein Clou, das Fahrzeug ist komplett sprachgesteuert. Schatzi, please open the window. Opening. Schatzi, I'm listening. Open the trunk. Okay, it's opening. Es hört immer auf Aura. Wenn ich Hallo Aura sage, dann reagiert die Spracherkennung. Aber ich kann dem auch einen anderen Namen geben, zum Beispiel Schatzi. Dann reagiert das Auto auf Schatzi. Und wenn ich Schatzi sage, Schatzi, öffne die Fenster und ich fahre ungefähr 100 Stundenkilometer, dann reagiert Schatzi dementsprechend, dass sie sagt, ja, ich mache die Fenster auf, aber du fährst so schnell, deswegen öffne ich sie nur ein Stück weit, weil du sonst so viel Zugluft hast. Oder aber, ich sage, Schatzi, ich habe Hunger auf eine Pizza. Dann sagt mir dann Schatzi, ja, willst du denn die bestbewertete Pizza in der Nähe oder die nächste Pizzeria, die in der Nähe zu finden ist? Also wirklich dieser Austausch, der findet auch statt. Ja, also man hat einen Freund, der mir auch wirklich zuhört. Bei Renault dominieren Showcars.
Die Franzosen wollen den Kleinwagen R5 voll elektrisch zurück auf die Straße bringen. Mit 134 PS und einem Preis von etwa 20.000 Euro kommt er 2024. Ähnlich wie bei einem Wassersprudler stellt sich das französische Startup Namsk den Tankprozess ihres Wasserstoff-SUVs vor. Die Patronen werden einfach ausgetauscht. 2025 will man mit dem 300 PS starken Wagen in die Serienproduktion gehen. Der Megatrend unserer Zeit sind E-Autos. Die Gamechanger, die den drohenden Verkehrskollaps in Paris und anderen Metropolen abwenden könnten, sucht man hier vergeblich. Diese riesige leere Messehalle zeigt eigentlich stellvertretend, was mit vielen Messen derzeit passiert. Nach der Covid-Pandemie sind die meisten Aussteller einfach nicht mehr zu den traditionellen Konzepten zurückgekommen. Hier in Paris sehen wir von den Automobilherstellern Franzosen, Chinesen, mal von Mercedes in der City im Musée Rodin abgesehen. Außerdem haben wir uns die Mobilität in Paris selbst angeschaut. Und da zeigt sich, dass mehr Mobilitätsteilnehmer, jetzt auch Scooter und Fahrräder, um den gleichen Platz auf den Straßen konkurrieren. Es wird also enger. Ich glaube, so funktioniert es nicht. Es wird über kurz oder lang Verlierer geben. Und ich glaube, das wird das Automobil sein.